Es ist eine Reise zurück in der Zeit für Henrik Böhme. In eine untergegangene Welt, voller vergessener Gefühle, in den Leipziger Herbst 1989. Im Moment natürlich, wo überall die Erinnerungen erst recht wieder rauskommen, wo die Bilder zu sehen sind, wo die Stadt auch ganz intensiv daran erinnert, was hier vor 25 Jahren passiert ist, ist das natürlich noch mal ein bisschen mehr Gänsehaut. In seiner Heimatstadt Leipzig beginnen im Herbst 1989 zunächst Tausende, dann Zehntausende Menschen aufzubegehren. Am 9. Oktober sind 70.000 auf der Straße. Sie fordern Freiheit und Reformen. Henrik Böhme steht damals abseits, beobachtet, statt mitzumachen. Es ist damals die große Angst gewesen, die ich persönlich hatte. Die Angst, die mich daran gehindert hat, auch mitzugehen. Auch das mitzuerleben, was mein Vater hier gemacht hat. Aber eben dann auch hinterher zu wissen, eben heute zu wissen, ich hätte mitgehen müssen. Das ist für mich ein innerer Konflikt, den werde ich auch mein Leben nicht mehr lösen können, aber er ist so. Die Nikolaikirche in der Altstadt. Hier hatte sich unter Pfarrer Christian Führer der Widerstand formiert. Hier war die Staatsgewalt besonders geballt. Hier in den Seitenstraßen standen die Mannschaftswagen, hier lagen die Leichensäcke, hier wurden die Erinnerungen wach an die chinesische Lösung. Tiananmen war nicht weit weg, zeitlich gesehen. Und insofern ist das hier ja ein Ort von Hoffnung, aber auch von Angst zugleich. Von der Nikolaikirche ging es damals zum Gewandhaus und von hier auf den Stadtring. Auch Böhmes Vater war dabei. Die reformierte Kirche. Auf ihrem Turm filmten zwei mutige Männer die berühmten Bilder der Demonstration unter Lebensgefahr. Ein paar hundert Meter weiter das sogenannte Runde Ecke, die ehemalige Zentrale der Stasi. Auch hier zogen die Demonstranten vorbei. Ich glaube, jeder wusste ja, was hier drin war. Und die, die da drin waren, wussten, was da draußen passiert. Nämlich, dass womöglich ihr eigenes Ende bevorsteht. Böhme arbeitete damals für den DDR-Auslandsfunk. Für seinen Traumberuf musste er sich arrangieren. Parteimitglied ja, Stasi-Mitarbeiter nein. Zweimal wurde er angeworben und widerstand. Ich denke, genau diese Angst zu überwinden vor diesem Überwachungsstaat, vor diesen Stasi-Spitzeln, nicht mehr sich zurückzuhalten, sondern seine Meinung offen zu sagen, das ist, glaube ich, dieser Schlussstein gewesen, der weggezogen werden musste, um zu dieser friedlichen Revolution zu kommen. Henrik Böhme konnte seine Angst damals nicht überwinden. Ein Schicksal, das er mit Hunderttausenden teilt. Auch das gehört zur Geschichte des Mauerfalls.